und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein super erfrischendes Getränk und zwar einen Eiskaffee, eine gesunde Variante. Und die mache ich nicht mit Vanilleeis, sondern mit Banane. Aus dieser Banane stelle ich nämlich Nice Cream her. Nice Cream, das ist die Abkürzung von Banana Ice Cream, deshalb dieses N für Nice, weil es eben weniger Kalorien hat als normales. Vanilleeis schmeckt super lecker, wird richtig cremig. Deshalb heißt mein Kaffee auch Nice Coffee. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für euren Nice Kaffee braucht ihr im Grunde genommen nur zwei Zutaten. Einmal natürlich Banane. Diese schneidet ihr in Stücke, gebt sie über Nacht in den Tiefkühlbeutel ins Gefrierfach und lässt es einfrieren. Und da empfehle ich euch am besten Bio-Bananen zu verwenden und welche, die sehr reif sind, also viele braune Punkte haben. Dann braucht ihr natürlich einen Kaffee eurer Wahl, am besten kalt. Wer mag, kann das Ganze dann noch verfeinern, zum Beispiel mit pflanzlicher Milch nach Wahl. Oder dann habe ich auch noch ein bisschen Tonkabohne, das könntet ihr reingeben zum Verfeinern. Oder ein bisschen Kakaopulver oder ein bisschen Zimt, da seid ihr wirklich frei und könnt machen, was ihr möchtet. So, ich habe jetzt hier mehrere Bananen drin eingefroren, das mache ich immer so auf Vorrat. Und jetzt könnt ihr einfach ein bisschen rausnehmen, so viel wie ihr gerne habt, zum Beispiel ungefähr eine Banane pro Glas. Und dann macht ihr einfach den Deckel zu und mixt es erstmal gut durch in eurer Küchenmaschine. Und so entsteht dann eure Nice Cream. So, und so habt ihr jetzt cremiges Bananeneis hergestellt. Man sieht es richtig schön cremig geworden. Da könnt ihr jetzt eben verfeinern, entweder mit Vanille oder Tonkabohne oder Kakao, was ihr gerne habt. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Tonkabohne dazu. Dann mixe ich es noch mal kurz. So, jetzt könnt ihr die Nice Cream in euer Glas füllen. Dann gebt ihr den Kaffee dazu. Dann könnt ihr das mit einem Strohhalm ein bisschen vermischen. Wer möchte, kann jetzt noch einen Schluck pflanzliche Milch hinzugeben und zum Toppen ein bisschen rohen Kakaopulver. Und so schnell und einfach habt ihr gesunden Eiskaffee gemacht, also Nice Coffee. Ich finde es richtig genial, mir schmeckt es super lecker und ich finde, es sieht auch richtig schön aus. Und vor allem bei dem Wetter ist es super, dann müsst ihr es also unbedingt noch ausprobieren. Natürlich könnt ihr Nice Cream auch immer in verschiedenen Varianten zubereiten. Wie das geht, da habe ich bereits ein Video für euch gemacht, das verlinke ich euch mal da oben. Dann könnt ihr mal nachschauen, aus den ganzen Bananen, die ihr übrig habt, könnt ihr dann fleißig Eis herstellen. Schmeckt auch super lecker. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt Nice Kaffee trinken. Wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann habe ich immer wieder neue Rezepte für euch. Ich freue mich über euer Feedback, auch immer auf Instagram, wenn ihr mir Fotos schickt. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt meinen Kaffee schlürfen. Ich hoffe, ihr macht euch jetzt auch ein und dann könnt ihr mir gleich schreiben, wie ihr das findet. Ich freue mich auf euch auf das nächste Mal und sage Tschüss, eure Frau Jannik.